Ich habe heute Abend einen Text mitgebracht aus meiner Reihe. Man hat jeden Tag ein doppeltes Gut. Und zwar werde ich die Episode 9 lesen mit dem Titel Bling My Ding. Wenn ich etwas hasse, dann das verdammte Weckerläuten, das mich aus dem Schlaf reisst. Gestern Abend noch Superman, Mutierung über Nacht zum Clark Kent mit 2 Kilo Kryptonit im Arsch. Ja, ich bin am Morgen Muffin und während er aufsteht, hat mehr vom Tag so einen Scheiß. Ich bin bereits zu spät dran, als ich endlich aufstehe und ins Bad schlärpele. Der Gring im Spiegel sieht aus wie ein Abwehrheitsbastelprojekt aus der Behindertenwerkstatt. Das bin ich nicht vor dem ersten Kaffee, aber für den reicht es nicht mehr. Ich putze die Zähne und packe mein Wäschlümpli, ein gutes Wasser drin, ist über das Gesicht, unter den Arm und durch den Intimbereich gerubbelt. Fertig. So, das muss länger, denke ich. Schliesslich ist er nur mein Frauenarzt und nicht ein Date. Mehr liegt nicht drin. Ich lege mich an und säckle zur Tramhaltestelle mit einer halben Stunde Verspätung, laufe ich keuchend in der Praxis ein. «Die sind spät!» säuselt mir die Empfangsdame giftig entgegen. «Der Dr. Bögli hat schon die nächste Patientin. Ich kann unterdessen gerne warten und fange Wasser lösen. Das Gebinde fürs Urinal stehen etikettiert in der Toilette.» «Sag doch einfach in Becherseichen wie ein normaler Berner! Der Sterilspritzen-Nazi-Slang macht aus dem Check-up auch kein Highlight, denke ich, und geht aufs Klo.» Der Geruch von Desinfektionsmittel hängt schwer in der Luft, es rünnelt die Becher. Das hat Poesie. Aber das billige WC-Papier, das Möse riebt wie Parmesan über Abu, macht mich ranzig. Die verdammten Spezialisten treiben Krankenkassenprämien mit ihren Riesenlöhnen, richten sich protzige Praxen ein, wo die Frau Navaratnam alle Tag zweimal kommt, kann putzen, aber für anständig scheisse Papier längt es dann nicht mehr. Ich will ein Feuchttüchli der MacGyver unter den Hygieneartikeln. Das kann jetzt alles. Der Dr. Bögli ist so weit, er dürfte direkt ins Behandlungszimmer. Weder Gummihändchen noch der Rosa Gynäkologenstuhl tragen irgendetwas zu meiner Entspannung bei. Im Gegenteil, in dieser sterilen Umgebung fühle ich mich wie eine schleimige Infektionsherd. Der Besuch beim Frauenarzt ist wie Herpes. Er kommt immer wieder. Ich kletter auf den Stuhl, die Beine in der Luft und starre an Tilly. Ihr könnt Mama auch wieder streichen, versuche mich abzulenken. Vergeblich. Fräulein Friedli, Vater an, heutigen Tag wie ein Börsensturz, nur negative Abstriche und grinst mich an. Ich überlege eine Sekunde, ob ich so klepfe oder lache und entscheide mich vernünftigerweise für das Letztere, bereue es aber bei den Fragen nach Perioden und ob ich gleich mal schwanger werden will. Schliesslich sind ja auch schon über 30. Und der schläft. Hör auf, ob meine Gebärmutter hat als Gesächter drin irgendwo ein Verfallsdatum. Ich bin kein verdammter Joghurt. Nimm endlich den Wattenstäbchen und mach den Abstrich. Oder die Väterli ist noch bis Weihnachten. Ich wollte mich gleich entspannen. Da sagt der Dr. Bögli plötzlich, jö. Fräulein Friedli, so schnüssig. Da hat er nach aber grosse Mühe gegeben. Also so etwas Originelles habe ich in seiner Lebtag noch nie gesehen. Da haben wir... Ich bin verwirrt und ich habe keine Ahnung, von was der Tuburett. Wenn ich ein 12-jähriges Modi hat, das Kompliment einen leicht pädophilen Touch, aber als über 30-Jährige freue ich mich darüber. Er als Fachmann muss es schließlich wissen. Auf dem Heimweg bekomme ich ein SMS von meiner Mitbewohnerin. Sie hat die ganze Nacht an ihrem Kunstprojekt gebügelt und beim Aufräumen sind ihr dummerweise so ein Dösli mit Glitzer und Strasssteinen am Boden gefallen. Eine Stunde lang haben sie es probiert zu putzen, aber erst mit meinem Wäschlümpli sind sie einigermaßen sauber geworden. Leider konnten sie mir kein frisches herlegen, weil ich wäre dran gewesen mit Waschen, ob ich bitte noch Wäschmittel kaufen könnte. Ja, und die Moral von dieser Geschichte. Ich brauche die Wäschlumpe nur fürs Gesicht.